Ja, hallo Freunde und willkommen zurück zu Nibiru. Ja, wir stehen hier noch beim Archiv und mir ist was eingefallen. Ja, Trost ist immer, wenn ich eine Pause mache, da fällt einem ja immer was ein. Man soll ja auch meistens eine Pause machen. Wir haben ja diesen Zettel mit diesen Zahlen. D1, ja. D282. Auf dieser Schublade ist die gleiche Zeichenfolge wie auf dem Stück Papier. Aber wie ist Stasek an diese Nummer gekommen? Hier unten ist mit Sicherheit noch niemand gewesen. Zwischen den Aktendeckeln war ein kleines Metallkästchen versteckt. In der Kiste sind Magnete verschiedener Formen. Ah, okay. Die Magnete, also wenn es hier nichts mehr gibt. Glaub nicht. Das hat irgendwas mit dieser Tür zu tun, mit der großen Tür. Mit den eckigen Magnete waren. Und da gehen wir jetzt hin. Genau, es war nämlich dieser Mechanismus. Oh, ob ich die einfach so einsetzen darf? Oh, scheint so. Oh, okay. Ach so, geht's. Okay. Ich kann sie auch drehen. Ich lege sie am besten erstmal beiseite, damit ich hier den Überblick behalte. So. Hier hin von mir aus, du kommst dahin. Was steht hier oben? S35-029. Wahrscheinlich steht die Seriennummer von dem Ding. Ich setze das einfach mal ein, wo ich denke, dass es passt. Keine Ahnung, ich habe. Hier ist noch so ein kleines, ob das hier passt. Ja. Na, das ist ja der Wahnsinn. Ich glaube, wir haben es geschafft. Das beim ersten Mal. Es ist die richtige Kombination. Unheimlich. Bin ich ja mal gespannt. Major, einer der Archäologen ist unterwegs zum Tunnelkomplex. Sie kennen den Befehl. Niemand darf hinein. Werden Sie ihn los? Ja, Sir. Das gefällt mir gar nicht. Ich werde mich beeilen und so schnell wie möglich von hier verschwinden. Na, ob das so einfach ist. All diese Maschinen, komplexen Mechanismen und Systeme. Etwas Großes ging hier vor sich, versteckt vor den Augen der restlichen Welt. Was auch immer darauf stand, ist weg. Es muss eine einzigartige Maschine gewesen sein. Die Flüssigkeit darin hat eine außergewöhnliche grüne Farbe. Die Behälter sind fest verschlossen. Eine komplexe Schalttafel mit vielen Kontrolllampen. Ich habe keine Ahnung, wofür sie gebraucht wurde. Ein Diagramm einer sehr außergewöhnlichen Maschine. Es scheint zu dem zu gehören, was in der Mitte des Labors steht.
viele wissenschaftliche Werkzeuge. Und hier ist auch ein seltsamer Magnet. Oh, ein Magnet. Es ist kein Brennstoff im Brenner. Okay. Schaltet doch noch was, Kanister. Ich habe Kerosin in den Brenner gegossen. Aber für was? Für was brauche ich den jetzt? Sehr seltsam. Ich habe den Brenner angezündet. Ja, das hast du schön gemacht. Soll ich das Bügeleisen warm machen? Ja, tatsächlich. Und jetzt? Und jetzt warten wir. Das Eisen ist jetzt aufgeheizt. Leute, für was soll ich das bitteschön brauchen? Okay, hier ist wahrscheinlich erstmal nichts mehr, oder? Hinten sind Behälter, hier vorne ist das. Ja, hier sind Rohre. Ich habe ein aufgeheiztes Bügeleisen und einen Magneten, ja. Okay, was auch immer ich mit dem aufgeheizten Bügeleisen jetzt machen soll, da unten war für keinen Fall irgendwas. Also, ich weiß nur, dass... Ah, alles klar. Wir müssen hier zurück. Oh, bin wieder ans Mikro gekommen. Ich musste meine Brille richten. Ja, ich habe eine Lesebrille. Mit dem Dingens... Die Hebel, hatten die noch was zu bedeuten? Ich denke, die steuern den Flaschenzug, den ich oben gesehen habe. Vielleicht dienen die ja dann zur Flucht, wenn ich hier wieder raus muss. Ah, das Bügeleisen ist warm. Und jetzt? Mensch, Leute, lass mich nicht so einfach hängen. Ich muss den Schlüssel finden. Ja, ich hab Magnet. Magnet, das hier, nein. Oder bin ich hier wieder falsch? Was will ich denn mit dem heißen Bügeleisen? Moment, kurzer Cut. Ja, Cut, ich bin wieder im Raum. Ich habe das Gitter hier noch nicht untersucht. Am Boden glitzert etwas. Es sieht wie ein kleiner Schlüssel aus. Ja, das ist das Einzige, was ich hier vergessen habe. Tut mir leid, Leute, sorry. Ich hatte ja einen kleinen Magneten. Wo hätte ich den sonst benutzen sollen? Ich habe den Magneten an die Schnur gebunden. Ja. Und damit würde ich mal jetzt versuchen, den Schlüssel rauszuholen. Ja, ich werde meine Hände damit nicht schmutzig machen. Tada! Ja. Wir können wieder zurück. Aber es war noch was. Es war noch was. Ich weiß, dass irgendwo noch was war. Frag mich jetzt nicht, warum ich hier nochmal zurückblättern tu. Ich glaube, das hat das dann erstens den... Okay, ich mache erstmal dorthin wieder zurück. Ab ins Archiv. Da. Der Cut musste sein, sonst
Ich meine, ich laufe ja auch schon. Es war jetzt, dass ihr seht, was ich genau vergessen habe. So, jetzt haben wir den Messingschlüssel. Kombinationstechnisch. Das hatte was mit dem Buch zu tun. Weil hier fehlt was. Die Seite ist ja weggerissen. Kann ich ja nichts weiter klicken, Leute. Ich kann mich noch erinnern, ich kenne die Kombination. Dass man hier das Bügeleisen hier unten ist, glaube ich, eine Zahl. Warum das jetzt nicht geht? Keine Ahnung. Vier, sieben, neun, zwei, links drehen, vier, sieben, neun, zwei, zwei, glaube ich. Das muss es sein. Der Professor wird ganz aus dem Häuschen sein. Ich habe keinen Grund mehr, noch hier zu bleiben. Ich muss nach Frankreich und mit ihm reden. Tja, dann irgendwie raus hier. Oh. Shit. Hallo, Partner. Wie sind Sie hier runtergekommen? Ganz einfach. Sie haben die Tür geöffnet. Sie sind weitergekommen als ich. Gute Arbeit. Und der Wächter? Naja, sagen wir mal, ich habe einen Weg gefunden, ihn zu umgehen. Aber reden wir jetzt übers Geschäft. Ich weiß ganz genau, warum Sie hier sind, und eben das will ich jetzt sofort haben. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Oh, kommen Sie schon, Partner. Lassen Sie den Mist und geben Sie mir jetzt den Schlüssel und das Tagebuch. Schlüssel? Die kleine Statue, das wissen Sie verdammt gut. Aber woher wissen Sie von dem Tagebuch? Überrascht, was? Ich habe weder Zeit noch Lust, Ihnen alles zu erklären. Sie haben nicht die leiseste Ahnung, um was es hier geht. Geben Sie mir jetzt die Sachen und Ihnen wird nichts geschehen. Auch ich kann vernünftig sein. Legen Sie sie auf den Tisch und treten Sie dann zurück. Ich habe wohl keine andere Wahl. Machen Sie jetzt keinen Quatsch. Ich kann auch sehr unvernünftig sein. Hier, da ist sie. Vollidiot! Sie darf nicht beschädigt werden! Woher wusste er von der Statue? Und dem Tagebuch? Sehr seltsam. Wie könnte er davon erfahren haben? Vielleicht wird der Professor mir mehr dazu sagen können. Ich werde dennoch auf meinem Weg nach Frankreich darüber nachdenken.
Na, das war eher aufregend jetzt. Also, ja, Frankreich, was hier jetzt noch so passiert, da mache ich erstmal den Part, beende ich erstmal. Denn ja, wir haben die Statue, das mit dem Code, das habe ich schon mal gemacht. Ich hatte noch einen alten Spielstand, da hatte ich das schon. Und ja, das hat irgendwas mit dem Buch zu tun und mit dem heißen Bügeleisen. Das habe ich jetzt nicht gebraucht, aber das ist auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall war das der Code für den Tresor. Und wir haben die Statue, sind in Frankreich. Und ich sage dann erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Part. Ciao.